ich hier in Vertretung für meine Hochschule, die Ruhr-Universität Bochum. Die Ruhr-Universität Bochum war, wie viele andere auch, im Qualitätsfachlehrer erfolgreich und konnte im Herbst 2011 mit dem Projekt InStudies starten in die erste Förderphase. Wir haben uns jetzt zum 1. Oktober 2016 erfolgreich in die zweite Förderphase begeben oder sind gerade in der Startphase. Aber was ich berichten möchte, ist, wie wir im Rahmen des großen Projektes InStudies zur Weiterentwicklung von Lehre und Beratung an der Ruhr-Uni, wie wir vor allem die Förderung studentischer Initiativprojekte in diesem Projekt organisiert und entwickelt haben. Ich mache das in aller Kürze hier heute Morgen für die Stunde. Kann Ihnen aber sagen, wenn Sie an weiteren Infos zu dem Projekt interessiert sind, ich bin bis Freitag hier und wir werden heute Mittag ein Poster haben in der Postergalerie und wir werden heute Mittag im World Café beteiligt sein und an der Podiumsdiskussion heute Nachmittag und mit Rat und Tat Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, warum das wird. Was bitte? Der Link da oben. Warum denn? Keine Ahnung, müssen wir vielleicht jetzt hinlegen. Was bitte? Muss man mitleben, ne? Muss man mitleben. Also, ich stelle Ihnen kurz die Idee vor und die Art und Weise der Förderung, wie wir es gemacht haben mit einem Wettbewerb. Im Wettbewerb gibt es Spielregeln. Ich werde Ihnen einige Beispiele von studentischen Projekten vorstellen und werde darauf eingehen, auf besonderen Wunsch von Tom Schober, wie wir denn curricular diese Projekte eingebunden haben. Wir studieren denn nicht immer außerhalb ihres Curriculums was machen müssen und immer noch was von dir rauf, sondern auch mal mit den kurz Perspektiven, Meilensteine, dann kommt man am Schluss mit dem Verkürz, das dazu geht. Was ist die Idee? Studentische Initiativprojekte zur Förderung individueller Profilbildung im Studium. Das ist das Kernthema von InStudies. Es sollen individuelle Wege, individuelle Profile möglich sein, auch für Studierende im Bachelorstudium schon. Und da haben wir ein Zitat im Projektantrag von 2011, das besagt, durch die Bereitstellung gesonderter Mittel für studentische Projekte mit hoher wissenschaftlicher Güte, weil es geht um Lehre, Projekte für die Lehre, für Lehre und Studium, soll Studierenden selbst die Möglichkeit gegeben werden, Initiativprojekte anzustoßen, weiterzuentwickeln, campusweit zu kommunizieren und Kreditpunkte zu erwerben. So hatte man sich das damals gedacht und so haben wir es dann eigentlich auch gemacht. Die Ruhr-Uni hat gesagt, wir möchten fördern durch Wettbewerb und es gab schon vor 2011 Wettbewerbe zur Förderung besonderer Initiativen und Projekte in der Lehre. Und deswegen haben wir auch für InStudies einen Wettbewerb aufgelegt, einmal für studentische Projekte und auch für Innovationen für neue Lehrprojekte. Die Wettbewerbe sind nach dem gleichen Schema abgelaufen, nur für die Studierenden gab es jährlich eine Ausschreibung dazu. Das Bild ist kurz. Wie sieht das nun aus? Wir haben eine jährliche Ausschreibung. Eine jährliche Ausschreibung für Projekte im Bereich Studium und Lehre und es gibt jährlich ein Budget von 40.000 Euro, der Wettbewerb, die Wettbewerbe ausgeschrieben werden. Wir unterstützen die Studierenden in allen Phasen von der Antragstellung bis zur Projektumsetzung durch Beratung, Workshops, Werkstattangebote und Fortbildung speziell für die Projektarbeit, die so ein bisschen auch in den Bereich der Musikdidaktik geht. Die Fortbildung. Das sind Flyer von der Ausschreibung, wie wir das gemacht haben. Der hat sich jedes Jahr immer ein bisschen verändert, ein Beispiel. Und unten auf dem Foto sehen Sie die ersten Sieger des Wettbewerbs. Es waren nur Studentinnen, muss man sagen. Aber was überall. Die Spielregeln zu diesem Wettbewerb. Die Studierenden müssen eine Projektskizze entwickeln und das Entscheidende ist, die Ideen müssen zu InStudies passen. Das heißt, es müssen neue Ideen sein, die die Lehre wirklich neue Ideen für die Lehre, irgendwelche Nischen, wo es bisher keine Angebote gab. Und diese Dinge, die es gibt, diese Projekte, müssen die individuelle Profilbildung fördern. Was heißt das? Studierende machen sehr viele Pflichtprogramme, gerade im Bachelor, und sagen, wir möchten irgendwie auch mal was machen, was nicht im Curriculum steht. Und wir möchten uns mit Themen auseinandersetzen, die da nicht entstehen.
und haben wenig Spielraum dazu und mit diesen Projekten konnten wir das ihnen ermöglichen. Die Studierenden schreiben einen Antrag, reichen den ein, es gibt eine Begutachtung der Skizzen durch externe und interne Gutachterinnen und Gutachter. Die Anträge werden beraten in unserem Steuergremium, das ist die Lenkungsgruppe zum Projekt. Alle bekommen ein Feedback, ob sie gut waren oder nicht, Anträge. Und für die Erfolgreichen geht es dann los und sie können ihr Projekt finalisieren. Hier sind so ein paar Impressionen von verschiedenen Projekten. Und ich möchte Ihnen nun ein paar Beispiele geben. Was machen die Studierenden in diesen Projekten, die sich mit Lehre und Studium beschäftigen? Einmal zwei Beispiele zur Berufsfeld Schule. Die Lehramtsstudierenden haben ganz wenig Spielraum für besondere Veranstaltungen, weil sehr viel geregelt ist und festgezurrt, was sie machen müssen. Und dann fehlt es ihnen an Dingen. Es fehlt ihnen an Workshops. Und sie möchten schon im Studium mit Schulen in Kontakt kommen oder mit Lehrerinnen und Lehrern, Referendaren und irgendwie was Interessantes mit denen machen und sagen, okay, wir organisieren einen Workshop. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Geschichte im Spielfilm, das war das Thema natürlich der Geschichtsstudierenden und setzen uns mit der Frage auseinander, wie kriegt man denn neuzeitliche Geschichte, also vielleicht jetzt demnächst Amerika, nicht das Beispiel von Stauffenberg oder anderen, die im Fernsehen so präsent sind, im Kino präsent sind, wie kriegt man die denn in den Schulunterricht und wie kann man da für Unterricht spannender machen? Damit haben sie sich ein Semester lang im Seminar beschäftigt, in der Fachdidaktik Geschichte und haben anschließend einen Workshop gemacht und haben dazu Lehrerinnen und Lehrer eingeladen, die Schulverwaltung eingeladen, Bezirksregierung und also Vertreter der Bezirksregierung natürlich. Und haben einen ganztägigen Workshop gemacht an einem Samstag auf dem Campus und es kamen 50, 60 Lehrer zu diesem Tag. Das andere Beispiel ist ähnlich, auch Lehramtsstudierende zum Bereich Inklusion. Inklusion ist festgeschrieben in der Lehramtsausbildung, alle müssen sowas machen, alle sollen es können, wenn sie dann fertig sind mit ihrer Ausbildung. Und die Studierenden sagen aber, es wird gar nicht angeboten. Es gibt eine Ringvorlesung und das ist alles, aber das reicht nicht, um Hinweise, Tipps, Anregungen und Material zu kriegen, vielleicht zur Umsetzung dieses Themas in Unterricht. Und auch dazu haben sie einen eintägigen Workshop gemacht, auch an einem Samstag, mit Studierenden und Vertretern aus der beruflichen Praxis, um das Thema Inklusion praxisnah zu bearbeiten. Ein zweites Beispiel, da ist das Plakat ein bisschen verzerrt worden. Zwei Beispiele, Studierende sagen, wissenschaftliche Mitarbeiter, die gehen immer zu Tagen und Kongressen oder gehen. Und wir kommen da gar nicht hin. Aber wir möchten gerne in unserem Studium auch schon mal irgendwie Tage oder Kongresse erleben. Und wir möchten unsere Themen da bearbeiten und auch selber was vorstellen. Und da gab es zwei Initiativen, das linke ist zum Beispiel aus der Biologie, das andere aus der Asienwissenschaft, also einer wirklichen Nische. Die Biologen haben gesagt, im Bachelor weiß man immer gar nicht, in welchem Bereich soll man seine Masterarbeit schreiben, was ist so vielfältig und welche Anforderungen kommen da auf uns zu. Wir Masterstudierenden können doch mal unseren Bachelorstudierenden unsere Masterarbeit vorstellen und sagen, was das Besondere ist, wenn man das in der Botanik schreibt oder in der Biochemie oder in anderen Bereichen. Und haben einen Kongress organisiert von Masterstudierenden für Bachelorstudierende, in dem sie sich postern und kurzen Vorträgen ihre Bachelorarbeit vorstellen und haben Praktika eingeladen, Unternehmen eingeladen, Podiumsdiskussionen gemacht, Perspektiven nach dem Studium. Das kam gut an und wird von der Fakultät übernommen und wird jedes Jahr durchgeführt. Und immer wieder wachsen neue Masterstudierende nach, die dann das mit Bachelorstudierenden zusammen vorbereiten und im nächsten Jahr wieder diese Veranstaltung machen. In diesem Jahr war es im Juni. Die Karrieremesse Chancen aus Asien hat einen anderen Ansatz gefunden. Da haben die Studierenden gesagt, wir sitzen hier in so einem Türmchen, machen das Asienwissenschaften, aber was ist denn mit denen, die hier rausgehen? Wo geht man denn da hin? Was wird denn da erwartet? Und mit so einem Niesenpfeffern, Kolonialistik. Wenn ich damit irgendwann draußen gehe und ich lerne, was muss ich da machen? Wie komme ich ins Ausland? Wie komme ich in Betriebe und Unternehmen? Und was wäre für mich spannende Arbeitsfelder hinterher? Was machen eigentlich die Lehrer? Und haben gesagt, okay, wir machen eine Karrieremesse und laden mal die ein, die hier weggegangen sind, die vielleicht ins Ausland gegangen sind, die promovieren in dem Bereich. Oder Medien und Einrichtungen, die vielleicht großes Interesse daran haben,
mit den Studierenden oder Absolventen zusammenzuarbeiten. Und jetzt findet in diesem Jahr, nee, letzte Woche war das, zum vierten Mal diese Karrieremesse statt. Und wenn man mal auf die Seite geht, auf die Internetseite, die haben eine sehr professionelle Seite inzwischen und machen das sehr souverän. Es wird von den Fachschaften jetzt getragen und das Konzept steht. Ist nachhaltig, muss man sagen. Zwei Beispiele. Kreativer Medieneinsatz. Studierende sagen, ja super. Alle sprechen von Medien, aber es gibt ja mehr als PowerPoint, Vorträge und auch im E-Learning-Bereich kann man noch so ein bisschen was, hätten wir kreative Ideen. Das linke Beispiel kommt aus der Exegese, aus der Theologie, aus der evangelischen Theologie. Die haben gesagt, es gibt Tools, mit denen man besonders gut exegetische Texte bearbeiten kann. Und ein spezielles Computerprogramm. Das ist aber an der Uni nicht vorhanden. Können wir denn mal was machen? Können wir was kaufen? Können wir das nutzen? Kann das in die Bibliothek? Und können wir Studierenden nahebringen, wie man damit am besten arbeiten kann, damit die nächsten Studienarbeiten auch besser sind und die Lehrenden sich auch freuen über bessere Arbeit. Und haben das Projekt Exegese im 21. Jahrhundert aufgesetzt. Und machen eine Schulung, machen internetgestützte Recherchen und die intensive Arbeit mit diesen Medien und in Zusammenarbeit mit der Bibliothek, mit der Fachbibliothek, haben die das Programm angeschafft und Arbeitsplätze ausgerüstet. Und es kommen immer mehr Studierende in den ersten zwei Semestern dazu, mit diesem Programm zu arbeiten. Und die Lehrenden haben gesehen, oh, es gibt ja noch was Neues auf dem Markt. Zweites Beispiel, iGeoWizzle. In der Geografie haben die Studierenden Vorlesungen und in Vorlesungen wird theoretisch abgehandelt, wie ist das draußen im Gelände. Und die sagen, hinter der Uni Bochum beginnt der botanische Garten und wir haben ganz viel Gelände. Warum können wir nicht das, was sie denn theoretisch hier machen, mal draußen im Gelände erproben und angucken? Oh, okay, ich musste mich umgehen. Lass uns Theorie und Praxis verbinden. Und sie haben ein Programm entwickelt, um mit Smartphones ins Gelände zu gehen und an Stationen das Gelände zu erkunden. Dieses Projekt war sehr erfolgreich. Es hat nämlich im letzten Jahr vom Stifterverband die Hochschulperle digital bekommen. Haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und die Studierenden der Geografie nutzen die Möglichkeiten weiter. Methodenausbildung. Ganz kurz, 2013 gab es ein Angebot zur Methodenausbildung und Bedarf der Tutoren, die gesagt haben, wir brauchen nicht nur Vorlesungen, sondern wir brauchen was, wo wir praktische Datenanalyse machen können. Und das kommt zu kurz im Studium. Dann haben sie ein Projekt entwickelt zur Unterstützung studentischer Statistikberatung. Es wurde erweitert durch Studierende, die gesagt haben, nicht nur quantitativ brauchen, wir brauchen was Qualitatives. Es kam eine Forschungswerkstatt dazu für qualitative Methoden. Und 2015 gab es den Übergang von dieser studentischen Initiative in ein Lehrprojekt, ein kreatives Lehrprojekt, Kompetenzen für ein forschungsorientiertes Studium, für Studierende aller Fakultäten, die ihre Methodenkompetenzen erweitern möchten. Und jetzt in unserer zweiten Förderphase werden diese Angebote integriert in ein interdisziplinäres Methodenzentrum. Aus der Medizin ein ähnliches Projekt, was hier auch in den Kontext passt. Studierende der Medizin wollte mit Studierenden der Psychologie und der Sozialwissenschaften zusammenarbeiten und dann nachher sollen wir in interprofessionellen Arbeitsgruppen was zusammen machen und in Schule begegnen wir uns aus einer Mensa vielleicht. Also lasst uns doch mal was zusammen machen. Und sie haben ein Lehrprojekt entwickelt zum Thema gesundheitliche Versorgung in prekären Lebenslagen, schon vor zwei Jahren. Und letztes Jahr hat sich das entwickelt in die Richtung gesundheitliche Versorgung verflüchtigt. Lokalraum Bochum. Es ist jetzt ein Lehrforschungsmodul, ein kreditiertes Lehrforschungsmodul für Studierende der Medizin und der Sozialwissenschaften. Und im Dezember, jetzt Mitte Dezember, gibt es eine Abschlusspräsentation dieser Arbeit und im nächsten Jahr geht es weiter. Zwei Beispiele, die letzten Beispiele für die kulturelle Einbindung, die ich eben gesagt habe. Wir haben den Optionalbereich, um solche Veranstaltungen curricular einzubinden und das ist der Wahlpflichtbereich der Ruhr-Uni, an dem sich 14 Fakultäten beteiligen mit 300 Modulen, 7 Profilen, viel Plätzen für Studierende und
Studierende aller Fakultäten können darauf zugreifen, das ist das Besondere, und die Bachelorstudierenden haben 30 CPs, die sie dort studieren können, also einen großen Anteil überfachlich, den sie dort studieren können. Für uns heißt das in dem Projekt, dieser Optionalbereich ist der Möglichkeitsraum für studentische Projekte und auch für neue Lehrprojekte, weil man da Sachen erproben kann und nicht für eine ganze Studienkohorte ein Angebot schaffen muss und auch nicht sagen muss, wir machen das 5 Jahre lang. Man kann es auch nur einmal oder zweimal. Zu der curricularen Anbindung kann ich heute Nachmittag im World Café noch ein bisschen was sagen. Die Perspektiven für uns sind, wir haben in der zweiten Schleuderphase die Möglichkeit weiterzumachen mit dem Programm. Wir können uns auf dem Campus mit den Projekten vernetzen und wir haben auch Möglichkeiten zum Beispiel hier hinzufahren oder woanders hinzufahren, um mit Studierenden an Veranstaltungen teilzunehmen und wir können da uns im Hause eben auch Veranstaltungen machen und Gäste einladen von anderen Hochschulen. Also sind sehr an einer Vernetzung mit studentischen Projekten, Initiativen und auch natürlich Wissenschaftsorganisationen interessiert. Das waren die Meilensteine der Arbeitsgruppe studentischer Initiativen, an der ich eben seit 2013 auch beteiligt war, was ich kurz in der Einführung gesagt habe. Diese 4 Tagungen bis heute, jetzt hier ist natürlich die umfangreichste mit 3 Tagen. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir bis Freitag kommen und ob es Freitag, wo das Fragezeichen steht, einen nächsten Ort und jemand gibt, der sagt, jo, nächstes Jahr bei uns, klar, wir kommen hier. Abschließend noch ein paar Hinweise. Ich denke, die Folien werden sicherlich wahrscheinlich auf der Seite zusammengestellt, die Präsentation. Das waren nur kurz ein paar Dinge, die jetzt aus dem Projekt kamen und die Links zu den Homepage-Seiten, wo wir uns bisher getroffen haben. Herzlichen Dank.